Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Und zwar ging es beim letzten Mal ja um das Thema Achse revidieren, also Achs-Swap revidieren. Und da soll es auch dieses Mal drum gehen. Allerdings, bevor ich anfange, möchte ich einmal auf folgenden Kommentar eingehen. Also den blende ich mal hier unten ein. Und zwar wurde ich gefragt, ob der Bremskolben einfach wieder reingedrückt wird oder zurückgeschraubt wird. Ja, es kommt ganz darauf an. Also wenn man jetzt nur die Bremsbeläge wechselt, dann wird er ganz normal wieder reingedrückt. Aber wenn man den Bremskolben auseinandernehmen möchte, so wie hier, dann sieht man, das Ganze muss rausgeschraubt werden. Und das zeigt sich auch hier nochmal. Also das müsst ihr, wenn ihr den Bremskolben revidieren wollt, einmal rausschrauben. Ja, einmal, weil hier ein Gewinde drin ist. Geht es allerdings nur um das Wechseln der Bremsbeläge, dann einfach nach dem Wechsel wieder reindrücken und dann war es das auch schon. Ja, also das zu diesem Kommentar und jetzt geht's weiter im Text. Und zwar habe ich hier das letzte Mal aufgehört und zwar ist das einmal das Handbremsseil, das alte vom EG2. Und da ich das eh nicht verkaufen möchte, könnte ich das theoretisch jetzt kaputt machen, aber nichtsdestotrotz muss das einmal hier durch diese Führung durch. Also diesen Halter gibt es zwar auch neu zu kaufen, aber sinnvoller ist es natürlich, anstatt den neuen zu kaufen, das Handbremsseil hier durch diese Führung durchzukriegen. Das große Problem hier ist jedoch, dass das Ganze natürlich meistens festgerostet ist und ihr da mit ein wenig Hammerschlägen nachhelfen müsst. Ja, also das Ganze wird vom Bremssattel weggedrückt, also in diese Richtung geschlagen. Und das Ganze nimmt natürlich einige Zeit und Kraft in Anspruch. Also ich habe das beim anderen Bremssattel schon gemacht. Und das hat mich wirklich ein paar Stunden gekostet, deswegen werde ich das jetzt ohne Kamera machen und euch gleich wieder dazu holen. Bis gleich! So, das Ganze ist raus. Das sieht dann so aus, ja. Also ihr habt dann hier quasi das Loch. Und ich habe ja gesagt, ich werde das Handbremsseil abschneiden. Habe ich auch getan. Und dann einfach mit der Presse, mit der ich die Buchse ausgepresst habe, das Ganze rausgedrückt. Und man sieht hier durch diese Kerbe. Ja, ich hoffe, man kann es erkennen. Moment, da diese Kerbe. Ja, und man sieht hier eben, dass das Ganze nur in eine Richtung rausgedrückt werden kann. Und zwar, wenn das Ganze jetzt so hier drin sitzt, ja, heißt das immer vom Bremssattel weg, weil diese Kerbe eben nicht zum Bremssattel hin sitzt, sondern genau in die andere Richtung. Das Ganze hat mich jetzt leider schon wieder länger Zeit gekostet, als es mir eigentlich lieb wäre. Was ja meistens so ist, ihr wisst es ja, und da ich halt meistens immer auf die guten Ideen komme, wenn es eigentlich schon zu spät ist, naja, ist es halt leider so. Ich habe auch zwischendurch, einfach weil ich wütend war, schon mal die entsprechenden anderen Fahrwerksteile abgebaut, also das hier und hier unten war noch so ein Lenker. Das ist einmal der hier und einmal der kleine. Weil die brauchen wir an der Achse eigentlich nicht, weil ich die aus dem EJ9 übernehmen werde. Und der da oben, der hier, der wartet noch auf seine Demontage. Das sind allerdings so Sachen, die mache ich nicht vor der Kamera, weil, naja, ich finde, das macht keinen Sinn. Ich denke, die Demontage, das schafft ihr schon selber. Aber jetzt soll es an die Buchse gehen, also an die Buchse aus dem Achsschenkel, Längslenkerbuchse, wie man sie nennen möchte. Und dafür werde ich einmal den Achsschenkel wieder auf den Tisch montieren, so präparieren, dass man alles gut sieht. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, soll also um diese Buchse hier gehen. Und zwar seht ihr ja, hier ist ja dieser Metallstift drin und hier außen ein Metallring. Und ich hatte ja im Update-Video im Let's Talk schon gesagt, dass ich Energy Suspension Buchsen verbauen werde. Das sind die hier. Und wie man sieht, haben die eben nicht diesen Metallring, ja, den die OEM-Buchsen haben. Das heißt, dieser muss drinnen bleiben. Das heißt, die Buchse kann nicht einfach ausgepresst werden. Und deswegen kann ich auch die EJ6-Achsen nicht nehmen, weil ich eben diesen Metallring brauche, um eben diese Buchse nutzen zu können. Bei der ist es dann so, die wird dann quasi, wenn die hier raus ist, einfach mit Schmackes eingepresst, ja, und dann entsprechend kommt dieser Stift hier rein. Und wie ich das Ganze löse, ist folgendermaßen: Ihr nehmt einfach diesen wunderschönen Vergaser Außenreiniger von Liqui Moly in dem Fall, ja. Und der hat die Eigenschaft, dass er hier dieses Gummi auflöst, ihr das aufhebeln könnt und dann könnt ihr alles einfach rausnehmen.
den Rest rauskratzen und dann ist gut. Ihr solltet natürlich, um das Ganze hinzubekommen, entweder einen Schraubendreher mitnehmen, also so einen Schlitz, oder so was Schönes hier, ja, also irgendwas, womit ihr ein bisschen hebeln könnt. So, sieht zwar sehr mühselig aus, aber schon nach 5 Minuten ungefähr habe ich jetzt hier die erste Metallplatte aus der Buchse raus. Also nicht aus dem Metallring, sondern die Metallplatte, die in der Buchse selbst ist. Und ja, es ist eigentlich auch nicht so kompliziert, es ist ein bisschen hebeln. Ja, Mama, falls du das hier siehst, ja, es sieht gefährlicher aus als es ist. Keine Sorge, ich weiß, was ich mache. Das zweite Metallplättchen, was innen sitzt, und das ist das Zwischenergebnis. Also hier drin sind noch ein paar kleinere Reste drin, die können hinterher mit einem Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine entfernt werden, ja, sodass sowieso alles hier drin einmal gereinigt wird. Und als nächstes kümmern wir uns darum. Hier ist die gleiche Methode, also fleißig einsprühen, und man sieht es vielleicht hier vorne. Ja, gucken, ob ich es reinkriege. Genau, hier vorne ist so eine kleine Kante, ja. Und wenn ihr die spürt, merkt ihr ungefähr, wo dieses ganze Gummi anfängt. Und hier hinten ist die ebenfalls. Und dann könnt ihr einfach vielleicht, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt, entweder das Ganze ansägen, ja, oder mit einem Cuttermesser anschneiden, sodass ihr hier so eine kleine Kerbe kriegt. Und dann fleißig sprühen, und dann könnt ihr das meistens einfach abziehen.
so sieht das Ganze am Ende aus. Die ganzen Kratzer da drauf machen nichts. Ja, also auch das hier solltet ihr mit einer Drahtbürste, also Drahtbürstenaufsatz für eine Bohrmaschine oder sowas, nochmal sauber machen. Man sieht auch noch so ein paar kleinere Reste. Die kann man dann entweder damit abmachen oder wenn man ganz viel Langeweile hat, kann man die auch gerne mit der Pinzette oder sowas abziehen oder mit der Hand abknibbeln. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass ihr das Ganze dann am Ende wirklich einmal ordentlich sauber macht, bevor es wieder einsetzt. Ja, so sieht das Ganze dann aus, was ich da gerade runtergenommen habe. Man sieht, ich habe hier einen schönen sauberen Einschnitt gemacht und das Ganze dann einfach komplett durchgezogen und fertig. Wie ich die Energy Suspension Buchsen einpresse, zeige ich euch beim nächsten Mal. Heißt also, wenn wir fertig sind mit dem Achsschenkel, denn vorher macht es keinen Sinn, ganz einfach, weil ich nichts einpresse, wenn die Achsschenkel noch lackiert werden. Also die werden nicht gepulvert. Ihr wisst ja, low on the budget, heißt also, dass wir das Ganze dann selber abschleifen und lackieren. Ja, es geht einfach nur darum, dass es auf jeden Fall besser aussieht als vorher. Und an sich sind die auch noch im super Zustand, also sind nicht durchgerostet oder angerostet oder sowas. Heißt also, wir machen da nicht so viel verkehrt. Was mir gerade noch eingefallen ist, to all my English subscribers and maybe viewers, because I think there might be some of them, it was a carburetor housing cleaner I used, so just in case you missed that, now you know. So now you can remove that trailing arm bushings on your own. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall das. Und es wird natürlich noch einen nächsten Teil geben, auf jeden Fall mit der Revidierung der Achsschenkel, mindestens noch ein. Ganz einfach, weil wir noch die Bremsscheibe abmachen müssen, wir müssen noch die Ankerbleche abmachen. Da muss das Ganze nach und nach lackiert werden. Nach und nach müssen dann auch die Teile bestellt werden. Also es ist so, dass die Brembo-Scheiben, die ich vorne habe, ich muss erstmal gucken, wie das Licht hier am besten ist. Ah, so sieht man mich, glaube ich, ganz gut. Heißt also, die Brembo-Scheiben, die ich vorne habe, werden auch hinten ihren Platz bekommen und auch die EBC Blackstuff-Belege, wobei ich noch nicht weiß, vielleicht wechsle ich auch vorne. Muss ich mal schauen. Und natürlich kommen neue Handbremsseile und natürlich die Goodrich Stahlflex-Leitungen. Ja, also alles in allem wird alles einmal neu gemacht. Und das wird also noch ein bisschen was in Anspruch nehmen. Ich werde gucken, dass ich so viel wie möglich am Stück davon filmen kann. Heißt also, dass ich auf jeden Fall drei Teile jetzt raushaue und dann vielleicht die nächsten Teile, wo das dann eingebaut wird und die neuen Bremsscheiben etc. dran kommen, vielleicht gegen Saisonende. Liegt ganz einfach daran, dass ich natürlich auch das Ganze finanziell stemmen muss, ne? Und das war's dann wieder für dieses Video. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt was gelernt. Ne, mal im Ernst, also ich hoffe, euch hat's gefallen, ja. Lasst ein Däumchen da, Kommentar und ihr wisst Bescheid, teilen und fleißig und ach, was muss ich noch sagen, ja. Wir sehen uns, bis denne und tschüss.